Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Factorio. Ja, wir haben letztes Mal zugesehen, dass wir hier die, sag schon, Forschungsflaschen wieder anschieben, dass da mehr rumkommt. Tut's jetzt auch. Wir forschen wieder. Hier sieht man's. Jetzt fehlen nur die Zahnräder noch da oben bei der Forschung. Oder vertue ich mich da? Nee, da sind auch genug drinne. Das passt. Dann ist alles gut, oder? Ja, die Zahnräder werden genommen und die Flaschen werden reingelegt. Aber es ist ein bisschen knapp, das ist das Problem, ne? Sollten wir noch eine mehr haben? Was ist denn hier in der Kiste so alles drin? Oh, okay. Aber eigentlich. Wir könnten natürlich gucken, wenn wir diesen Langarmroboter doch haben, ne? Würde das gehen? Ich den da hinstelle. Ja, der legt das darüber. Das ist also nicht schlecht. Und hier noch. Nee, warte mal, das weg. Das müssen wir bauen. Das wäre der, ne? Den dorthin gestellt. Würde gehen. Und der soll noch mehr Forschungsflaschen machen. Die. So, das wird reingelegt. Und jetzt fehlen uns noch die. Sag schon, Zahnräder. Dann würde ich jetzt fast sagen, was wird hier gemacht? Munition. So, das haben wir alles aufgenommen, glaube. Dann würde das ja dahin kommen und die Kiste dahin. Dann packt der ab. Und wir brauchen noch einen Roboter in der Farbe. So, jetzt müsste nur da natürlich Zahnräder reinkommen, ne? So. Das funktioniert dann. Und kommen jetzt mehr Tränke da? Ach so, abpacken müssen wir auch noch. Ja. Ja, das wird schwierig jetzt hier. Kann der das? Der müsste das können. Ja, da rechts staut sich's, dann läuft's wohl erstmal. Gut, würde funktionieren. Forschung läuft. Jetzt kommen auch mehr Flaschen rein. Weiß nicht, wie viel er bunkern kann. Das sieht auch nur im ersten Moment so aus, dass da mehr Flaschen sind. Wo fehlt es denn hier dran? Ach, wird produziert? Wird nicht produziert, weil keine Zahnräder da sind. Gut. Da werden Dingens gemacht. Wo werden Zahnräder gemacht? Fließbänder kommen da weg. Da ist Munition angesagt. Da Elektroteile. Da Kupferdrähte. Wo kommen denn bitte schön dann die Dingens weg? Da hinten irgendwo. Ja, da ist Fließband. Und da werden Zahnräder produziert. Aber die kommen hier nicht vorbei. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier noch vielleicht eine neue Produktion aufbauen. Ein Zahn. Für Zahnräder. Machen wir mal. Zahnräder werden da gemacht oder wo? Ja. So, und dann
Brauchen wir noch zwei Roboter von dieser Sache. So, und dann brauchen wir Eisenplatten. Da haben wir 9, die packen wir da gerade noch mit rein. So, dann werden Dingens gemacht. Kiste habe ich jetzt mal mit den Fließbändern weggemacht. Da oben ist auch noch eine, die können wir eigentlich auch noch wegmachen, oder? Eisenplatten, super. Da sind die Eisenplatten gefragt, ne? Da sind sie auch gefragt. Gut. Warte mal, die Zahnräder, die sind hier. Und da sind nicht genug Eisenplatten. Naja, jetzt läuft so erstmal. So, Zahnräder laufen auch. Kommen jetzt hier auch mehr an. Können wir hier unten jetzt vielleicht noch rausnehmen welche? Na, die Eisenplatten nur. Zahnräder sind doch da. Da sind sie, da rein. Das machen wir auch da rein. Ja, das bleibt erstmal. Ne, die Forschung. Ne, da müssen wir hin. Die brauchen Roboter. So. Die Knick am Roboter. Was muss man denn dafür haben? Elektroteile haben wir schon. Zahnräder und Eisenplatten. Ach so, der hat die in die Kiste da eigentlich gepackt. Okay, machen wir weg. Die grünen. Ach so, da kommen wir nicht hin. Da fehlen jetzt noch die Knickarmroboter bei dem da. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo wir die produzieren, ne? Jetzt müssten wir da in den Keller. Also 4 gebaut. Ist aber nicht schlimm, dass wir 4 gebaut haben, weil das ist sogar gerade richtig, glaube ich, ne? Kann das sein? Die machen wir mal dahin und dahin. Und das ist verkehrt rumgelaufen, okay. Dann lass das mal so, dann müssen wir das hier nochmal abreißen. So, jetzt passt das dann. Das läuft jetzt da durch, das ist also richtig. Aber... warte mal, ich glaube, ich weiß schon was. Die brauchen Eisenzahnrad. Wir hätten alles dafür. Ist nur die Frage. Ob das alles so geht. Kann der das bauen? Machen wir mal so. Strom brauchen wir auch noch dann. Stromleitung, Stromleitung. Da. Gut, haben wir. Und wird woanders hergestellt. Super. Gut, das funktioniert also nicht. Die würden hier auch gehen.
Intelligente Knickarmroboter. Aber dafür brauchen wir so einen blauen. So, hier oben. Der blaue ist das. Der braucht wiederum einen gelben immer. Und der gelbe wird in dem blauen Ding gemacht. Schade. Was können wir noch anfertigen, wo ich sagen würde, das ist sinnig? Eigentlich nix. Das andere ist alles Handarbeit. Schrotpatronen, okay. Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Okay, eine Forschung ist fertig und ermöglicht natürlich das, was wir brauchen. Super, oder? Wir brauchen Kupfer, wir brauchen Platten, einen von den Dingen brauchen wir auch. Okay, das fehlte, dann können wir jetzt bauen. Jetzt haben wir den und jetzt können wir den dann dort hinsetzen. So, und jetzt können wir natürlich dieses in Auftrag geben. Dafür brauchen wir jetzt das, das, das. Das würde bedeuten Zahnräder. Nochmal zwei Knickarmroboter gebaut. Und zwar den. Ja, das war schon so rum richtig. Dem fehlt der Strom jetzt noch. Jetzt passt das. Und ich brauche sogar noch einen mehr. Weil ich muss ja auch ausladen, nicht nur einladen, ne? So. Die Elektroteile fehlen jetzt also. Und die werden wo produziert? Hier werden die produziert. Aber die werden irgendwie nicht produziert, oder was? Wüsste ich nur gerne, warum die nicht produziert werden. Ach, Kupferkabel fehlen, alles klar. Und der, die werden da gemacht und da fehlt es an Kupfer. Und Kupferplatten, wo kommen die her? Hier oben irgendwo. Die werden da aber dann produziert eigentlich. Und der kann die da nicht zwischenlegen, deswegen geht das da nicht. Das ist auch sehr schlecht. Ah, jetzt hat er es geschafft, eine Kupferplatte auch hinzulegen. Auf jeden Fall läuft diese Produktion zurzeit. Hier fehlt es an Zahnrädern. Aber da ist gerade eins reingekommen und schon geht auch ein Roboter raus. Passt also. Und hier fehlt es jetzt an Abnahmeroboter. Und der braucht Strom. So, und dann läuft's, oder wie sehe ich das? Und dann werden auch grüne Tränke gemacht jetzt. Elektroteile kommen ohne Ende gerade an. Tja. Und da unsere Forschung fertig ist, müssen wir natürlich eine neue Forschung machen, ne? T. So. Fortgeschrittene Elektrotechnik. Logistik 2. Ja, müssen wir gerade mal gucken, ne? Benötigt für Eisenbahn. Dann machen wir mal das erst. Dann gucken wir mal, wie die Forschung vorangeht, oder? Wie sieht das denn hier mit den Öfen aus? Da ist eine Stahlplatte drin. Nehmen wir mal raus. Das
gucken wir das dann mal rein. Gucken wir mal, dass das besser läuft. Der kann nicht absetzen, das ist da das Problem. Zu viel auf dem Band. Tja. Müssen wir mal gucken, wie das wird. Da sind die Stahlplatten, die können wir dann mal reinlegen. Laufen tut jetzt was, sowas nicht. Grüne Getränke sind auch da. Es wird schon in zwei Einrichtungen geforscht. Und es wird auch Grünes genommen, okay. Da brauchen wir wohl für die neue Forschung. Okay, Rot ist schon überall dran. Jetzt fehlt es an Grün nur. Und den muss dann noch durchlaufen. Der erste hat, der zweite braucht's. Ja, okay, läuft auf jeden Fall. Gucken wir mal gerade in die Kiste. Hier sind nur 18 rote drin, ne? Die nehmen wir da mal raus. Wo sind die roten? Da oben. Packe ich die mal gerade da rein. Und fütterte die aufs Band. Gut. Okay, aber die Zeit ist wieder fortgeschritten. Ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.